wir machen jetzt hier spontan. Wir machen jetzt spontan. Nee, ja, nicht kommen. Nein, nein. Ach so, wir dürfen ja gar nicht so nahe kommen. Stimmt ja. Hallo Asma, siehst du, sind wir weit genug entfernt? Ja, ne? Ja. So, ich begrüße ganz herzlich heute. Wir machen das wie die Promis, Asma. Aus dem Wohnzimmer der Prominenten, ne? Was möchtest du machen? Asma macht Licht. Ja, wir haben uns heute ganz spontan etwas überlegt. Wir sind ja kurz vorm Ramadan. Wann geht denn der Ramadan offiziell los? Heute Abend sagen sie im Fernsehen, ob es morgen oder übermorgen. An was liegt das denn? Wir haben den arabischen Monat. Ja. Und der arabische Monat, das liegt dann, wie der Mond ist dann geboren. Okay. Wenn der Mond dann so am Abend jetzt geboren, dann morgen ist der erste Ramadan. Also nach Neumond. Genau. Genau nach Neumond. Genau. Die Asma, die habe ich schon, vor ganz langer Zeit kennengelernt. Da war sie noch arbeiten, ne? Ja. Du hast gearbeitet in der Hotelfachschule in Elbona. An der Deutschen Hotelschule in Elbona. Genau, da habe ich sie kennenlernen dürfen und war total fasziniert über die Geschichte von Asma, weil du bist ja eine richtige Ägypterin, wie man sieht. Genau, geboren hier, Ägypterin. Aber sie spricht perfekt Deutsch. Und was noch viel schlimmer ist, sie kocht schwäbische Küche. Meine Spezialität ist schwäbische Küche. Sag doch mal, was du da kochst. Ja, was typisch ist beim Schwaben, das ist der Geißburger Marsch. Okay, was ist das denn? Das kenne noch nicht mal ich. Geißburger Marsch, das ist bestimmtes Stück Fleisch, das wird gekocht im Brühe. Und dann kommt dann in die Brühe kommen Spätzle, Kartoffeln und natürlich Fleisch. Und dann zum Schluss kommt dann eine geröstete Zwiebel drauf. Boah. Das heißt Geißburger Marsch. Und die Asma macht was ganz Tolles für so faule Menschen wie mich, wenn Andreas mal nicht da ist. Die kocht und macht, sie bereitet im Endeffekt vor, man kann das mit nach Hause nehmen, kann es einfrieren oder kann es später selber kochen. Ja, und da bietest du eine ganze Menge an. Die Maultaschen zum Beispiel sind total klasse. Maultaschen, Spätzle. Schwäbische Art, ja. Spätzle sogar, ne? Spätzle, und gibt es Käsespätzle auch. Ja, und zwar richtige Knöpfle. Ja. Woher kannst du das? Ich habe gelernt, ich bin ausgebildete Küchen. Habe ich dann meine Ausbildung in Stuttgart gemacht, vom IHK. Und dann 31 Jahre in Deutschland, also davon 20 Jahre im Stuttgarter Raum. Im Stuttgarter Raum, also im schwäbischen Land, beim Schwaben. Beim Schwaben. War am Anfang sehr schwierig, mit Schwaben zurechtzukommen. Ganz am Anfang echt schwierig. Vom Verstehen her, ne? Verstehen alles, die akzeptieren dich nicht so einfach. Ja, das ist halt. Die sind so ein Volk, dass du brauchst so lange, bis du dann dem verstehen und dich akzeptieren. Und das ist ja auch schon eine Zeit lang her. Das war ja jetzt nicht gerade letztes Jahr, sondern wenn du da 23, wie viele Jahre? Ich war dann 31 Jahre in Deutschland. Ja. Also, das ist dann, und jetzt, wie lange bist du schon wieder zurück? Ich bin jetzt hier 12, 13 Jahre jetzt. Also, wir reden von vor über 40 Jahren. Ja, so da warst du ja eine Exotin. 42 Jahre, ja. Ja, und Asma, die hilft uns immer ein bisschen, die Kultur hier kennenzulernen. Sie engagiert sich auch sozial. Asma, wie heißt der Verein richtig? Ich krieg's immer nicht zusammen. Unser Verein heißt das Verein für Volk und Familien, oder Familien und Bildung. Genau, so, ja. Der Verein für Familie und Bildung, und der ist auch ein eingetragener Verein, auch in Ägypten. Sicher, wir sind eingetragener Verein, offiziell. Ja, auch in Ägypten muss man so eine gemeinnützige Sache eintragen lassen. Genau. Man darf hier nicht einfach spenden oder so. Nein. Gerade jetzt zum Ramadan hin wird ja immer viel geschenkt und gespendet. Nein. Und dann hat man uns gesagt, wir müssen das auch eintragen. Genau. Ja, dass wir dann so Ramadan-Taschen gespendet oder wenn wir einen Spender bekommen. Und dann haben wir Ramadan-Taschen und so, das alles in unseren Aktivitäten. Genau. Das gehört zu unserer Aktivität. Jetzt hast du schon ein schönes Stichwort gesagt, Ramadan-Taschen. Ja. Jeder, der öfters in Ägypten war und vielleicht auch mal rausgegangen ist aus der Hotelanlage oder selber schon eine Ferienwohnung hat und geht jetzt in dieser Zeit in die Supermärkte, der sieht ganz große Stände mit Ramadan-Boxen, die man da kaufen kann.
Es ist einfach gang und gäbe, dass man zu Ramadan zu Hause dem Dorman was schenkt oder eben Familien so eine Tasche schenkt. Aber da verdient ja auch noch der Supermarkt mit, ne? Das ist, Sicher. macht ja mehr Sinn, Aber wenn man wir die kaufen Lebensmittel selber natürlich, kauft. manche Supermärkte machen das extra günstig. Wir haben einen Supermarkt entdeckt, die ist Elusive, die ist dann neu, also nicht ganz neu, wahrscheinlich wie viel An der Monat, sechs Nasserot vorne Monate, der, ne? ja, da vorne bei El Karnak Tankstelle Ja, gegenüber. genau. Und da habe ich dann, ich war vor 2 Tagen und habe ich gesehen, echte Sachen sehr günstig. Ich habe selber gesehen, Leute, die kaufen auch für Ramadan Tasche. Also wir kaufen keine 40. Wir tun selber die Sachen rein. Genau, ihr kauft die Lebensmittel und packt dann selber die Taschen. Erzähl mal, was kommt da rein? Kommt da rein, das ist Reis, Zucker, Nudeln, verschiedene Nudeln, da kommt Tomatenmark, da kommt Tee, da kommt Käse, was habe ich noch gesagt? Was ich habe Ich nicht, glaube, dass Datteln auch. Datteln hast du noch gesagt, genau. Datteln Ja, ist eine ganz und wir wichtige kaufen Sache. zum Beispiel trockene Bohnen. Wir können die auch trockene Bohnen machen. Und dann kommt dann bei jeder so eine oder zwei Hähnchen, kommt drauf an, wie die Familie ist. Okay. Aber meistens zwei, die sind groß. Und wie lange hält dann so eine Tasche? Die Tasche haltet zum Beispiel, die können die natürlich nicht alles, das, also für den Reis und so, wenn wir jetzt 2 Kilo Kilo. Reis reintun, dann 10 Tage so. Okay. Weil die bekommen auch von anderen auch, Ja. nicht nur von uns. Da sind die anderen viele, Ja. besonders dieses Jahr, viele haben die verteilt, Ja. Ramadan-Tasche. Also wenn wir kommen hier eine, die kann schon den ganzen Monat zum Kochen, Genau, weil bei also uns die hat, ganze Monat gedeckt. es ist einfach so, dass normalerweise ja Iftar am Abend an ganz vielen Stellen angeboten wird. Jedes Jahr, wer zum Ramadan mal hier war zum Urlaub, der hat das bestimmt schon gesehen. Da werden wirklich ganze Zelte aufgebaut, wo dann Dieses eben am Jahr nicht Abend zum mehr. Fastenbrechen die Leute kommen dürfen und kostenlos essen dürfen. Und Genau, dieses Jahr, das ist in Kairo noch mehr, aber ja, dieses Jahr nicht mehr. dieses Jahr ist es verboten worden, Wegen leider Corona, wegen jetzt die Corona, Diskussion, genau. dass wir haben, das ist jetzt nicht mehr. Aber dafür machen wir eben mehr Taschen, dass die Ja, Leute zu Hause ihr Fastenbrechen selber machen können. genau. Und da freuen wir uns, dass wir eben in Asma wirklich eine sehr vertrauensvolle Person haben, Danke. wo wir wissen, dass alles das Geld, was wir Asma geben, eins zu eins zu den Armen weiterkommt. Und ich habe dich vorhin gefragt, wo bekommst du die Adressen der Leute her, die Wir haben das, wir notdürftig sind? bekommen eine Liste vom Sozialamt. Also ich Ein gehe selber zum Sozialamt und sage, gib mir eine jetzt aktuelle Liste, dann gibt sie mir dann die Liste. Da fange ich an, sitze ich an, anrufen und mal sehen, manche, der Anrufer ist nichts mehr, der meldet sich nicht. Aber ich bekomme am Ende 20, 30 Leute. Wir haben es selber auch, aber wir bekommen immer neue dazu. Okay, jetzt wieder eine Neuigkeit. Auch in Ägypten gibt es ein Sozialamt. Wie Sicher. ist denn die soziale Absicherung in Ägypten? Man denkt ja immer, Es oh, ist in nicht, Ägypten gibt es gar nichts, nein, aber nein, gar doch, nichts stimmt doch, nicht. Es gibt doch, ein doch, bisschen aber was. gibt es ein bisschen und es wird immer mehr. Jetzt zur Zeit geht nach der Anzahl der Kinder. Zum Beispiel, die Familie bekommt mit Kindern kommen bis 600, 700 Pfund und die immer noch ist nicht schlecht. Die Stadt bemüht sich, das ist mehr. Aber bis jetzt, es geht langsam, aber bekommen schon. Okay. Das Sozialamt selber verteilt auch Ramadan-Taschen. Ja, also man sieht, auch hier wird sich um die Leute gesorgt. Ich habe Ja. selber einen Mitarbeiter vom Sozialamt kennengelernt, der mir eben das auch bestätigt hat, schon ganz viele Jahre früher, Sicher. der gesagt hat, es gibt einfach eine Mindestgrenze. Das war vor 3, 4 Jahren, war das, wer unter 1200 Pfund verdient hat. Der hat auch Anspruch gehabt auf Sozialhilfe und bekommt entweder dann auch Essensmarken oder Bargeld. Also man bekommt ja auch noch vergünstigtes Essen. Das haben sie ja auch bekommen, teilweise. Vergünstigtes Essen, die kaufe ich selber. Ich Ja, kaufe also selber damals war es noch so Essen. vor 3, 4 Jahren, Ja, dass es das ist meine. subventioniertes Essen, Essensmarken haben die da bekommen. Nee, das war schon eine Organisation von einem Verein, der hat das übernommen. Der ist vom Hotel Essen und hat funktioniert und der hat dem an den Leuten verteilt.
Aber es ist mein Wunsch, ich möchte ein, wie bei uns, also wie in Stuttgart, schwäbische Tafel. Ich möchte gerne so eine schwäbische Tafel machen und die Leute bekommen Bons, die bedürftig, nicht jeder reinkommt. Und dann von den Supermärkten, dann bekommen wir diese Lebensmittel und, also, und vom Zug auch. Das ist mein Wunsch, sowas zu machen. Aber ich kann dich beruhigen, oder es ist ganz traurig, auch die Tafeln in Deutschland haben momentan ein Problem wegen Corona. Ja, sie dürfen das Essen nicht austeilen. Also die Bedürftigen auch in Deutschland haben momentan große Probleme. Auch die die Obdachlosenheime, es sind große Probleme, weil da natürlich der Abstand nicht eingehalten werden kann. Also es ist eine ganz fatale Sache. Da haben wir es hier unter Anführungszeichen gut, weil wir jetzt wieder in den Sommer gehen. Zumindest erfriert bei uns keiner. Bei uns kann man draußen unter freiem Himmel schlafen. Ja. Manchmal machen wir das sogar, weil es uns zu heiß ist drinnen. Ne? Also wer Safari schon mal war, der weiß, dass man da nicht in der Kajüte liegt, sondern draußen im Freien schläft. Hier in Ägypten oder in Hurghada gibt es keinen richtigen Winter. Nein. Und da waren, das ist schon ein Monat, höchstens zwei Monate und es wieder... Nein, wieder warm. Es ist wieder jetzt, warm, genau. Es wird schon wieder. Wir schwitzen schon wieder. Ne? Ja. Wir schwitzen. Wenn dir jetzt jemand finanziell Unterstützung geben möchte, nimmst du an, oder? Ja, klar, nehme ich und dann müssen wir kaufen. Und, wir haben schon bekommen, wir haben heute 10 Taschen schon fertig. Okay, ja. Also ich gebe dir jetzt erstmal eine freudige Nachricht. Von uns haben Gäste bei uns eine Anzahlung geleistet für einen Ausflug und das sind 300 Euro. Und die möchten diese 300 Euro spenden. Und das sind dann schon mal 300 Euro für euch. Danke. Und wir werden natürlich auch noch was dazugeben von uns aus. Wir machen das jetzt über die nächsten 4 Wochen. Oder natürlich wird die Bedürftigkeit auch nach Ramadan anhalten. Wir werden auch, wie ich bekomme jetzt auch zum Beispiel aus Saudi-Arabien, habe ich heute die Nachrichten bekommen, 4.000 Pfund. Super. Meine Freundin hat schon das überwiesen. Okay. Wir haben jetzt so mit meiner Kollegin gesprochen, wir kaufen nicht mit alles jetzt Lebensmittel. Wir lassen einen Teil für das Festkleidung für die weißen Kinder. Mhm. Neue Kleidung für Fest. Wir freuen sich riesig. Super. Das muss man sehen. Vielleicht dürfen wir von den Festlichkeiten das Bild machen. Darf man selber mitgehen und mit den Kindern die Kleidung suchen. Na, da haben wir doch eine Aufgabe. Wir haben einen Laden, der macht für uns einen Anlass, also 10%. Ja. Und dann gehen die Kinder, dann suchen die das so 2 Teile. Und wenn das Geld reicht, kaufen wir auch Schuhe. Aha. Aber das ist für die weißen Kinder, das ist eine Freude. Ja, also euer Verein existiert das ganze Jahr, nicht nur zu Ramadan. Nein, das ganze Jahr. Jetzt aber natürlich eben für die Besonderheit, weil bei Ramadan das eben wie bei uns Weihnachten ist, dass man schenkt. Wer von Ihnen was spenden möchte, der sagt mir Bescheid, wir haben noch unser deutsches Konto und wir würden das dann einfach übernehmen, dass ihr das bei uns überweist und wir übergeben das Asma und würden das auch immer dokumentieren mit einem kleinen Film und ich würde dir dann immer sagen, von wem das kommt, damit jeder weiß, dass sein Geld angekommen ist. Genau. Ja? Genau. So, und morgen werden wir auch bei Sonnenklar TV live im Fernsehen ein bisschen was über Ramadan, über Asma, über ihre deutsche Vergangenheit, ihre Vergangenheit von Elguna erzählen. Also schalten Sie morgen ein, denn vor irgendwann werden wir ja mal wieder reisen. Sonnenklar bietet jetzt die Reisen ab September an und wir sind einfach optimistisch. Wir haben auch hier schon verläuten hören, dass auch Ägypten natürlich alles dran liegt, dass wir möglichst schnell die Hotels wieder öffnen können. Ja, wir hoffen jetzt bald. Wir hoffen, dass alle, auch hier trifft es natürlich wirklich. Es ist traurig hier, es ist ganz viele schlimm. Viele Leute. Ja, gestern war bei mir eine Dame, auch eine Frau, die von unserer auch Familie, sie hat 4 Kinder und sie hat schon gearbeitet in einem Hotel in Housekeeping. Mhm. War alles gut, aber sie hat ihr Gehalt letztes Jahr Monat bekommen. Die haben sogar nicht die volle Gehalt bezahlt und jetzt sitzt sie mit 4 Kindern allein. Ja, gestern war bei mir, hat sie ein bisschen hier bei mir geputzt, dass sie Geld verdienen, mal auch vom Verein auch geben. Sie bekommt auch natürlich eine Tasche und das ist
Stell mal, wie viele, viele sind die schon ohne Arbeit. Also wir versuchen einfach zu helfen. Wir sind froh, dass wir wirklich mit dir jemanden haben, wo wir wissen, dass wir auch die richtigen Bedürftigen treffen. Und wir berichten einfach jetzt kontinuierlich die nächsten Tage, was so abgeht und werden auch erstmal mal beobachten, wenn die ganzen Lebensmittel gekauft werden. Vielleicht gehen wir morgen zusammen einkaufen und filmen das für Sonnenklar, dass wir vor den Lebensmittelladen das Ganze machen. Und wir begleiten Sie einfach mal die nächsten Tage und Wochen. So, wenn ihr Ideen habt, teilt einfach den Beitrag. Ich werde den auch bei YouTube hochladen. Und du möchtest noch einen Abschluss? Ich möchte was sagen. Wir helfen nur natürlich nicht nur bei Lebensmitteln und Essen. Wir haben den Fehler, das ist dann bei Kranken die Operation. Neulich, als letzte vor einem Monat, haben wir eine Junge, hat eine Dame und wir haben eine Spende für ihn gesammelt. Da hat ein Herz, also richtig eine offene Herzoperation in Kairo. Wir haben ihm geschickt. Aber jetzt geht es ihm gut. Alhamdulillah. Seine Mutter ist sehr, sehr glücklich. Der heißt Murat. Der ist ungefähr 12 Jahre alt. Okay. Ja, und da waren wir wirklich so glücklich, dass Murat wieder gut ist, gesund, weil der hatte richtig Probleme. Der hat so, wie sagt man, ein Loch so im Herz. Loch im Herz gehabt, ja. Und das ist geschlossen. Und noch ein paar noch andere Schwierigkeiten noch dazu. Also, wir werden noch ganz viele Geschichten erzählen. Nicht alles auf einmal erzählen, sonst haben wir ja keinen Stoff mehr für die nächsten Mal. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen. Super. Also, ich wünsche euch was. Morgen reinschauen bei Sonnenklar um 12.25 Uhr oder hier bei Fair Holiday und den Urlaubscheckern. Tschüss.